Frei nach dem Motto, was die CSU kann, können wir schon lange, hat sich Frank-Walter Steinmeier am politischen Aschermittwoch in Vilshofen wie ein Superstar feiern lassen. Die SPD hat ihren eigenen Quotenkönig. Die Meckerphase scheint überwunden. Also ich habe ganz bewusst in meiner Rede komplett darauf verzichtet, den Gutenberg auch zu erwähnen. Ich finde, es ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel. Da wird jetzt die Staatsanwaltschaft nochmal ermitteln und wenn die den so behandelt wie andere auch, dann ist er auch noch vorbestraft. Und dann muss man mal schauen, vielleicht hat er eine Chance auf ein zweites Comeback. Aber ich finde, es ist jetzt einmal mit dem Fasching, ist es jetzt vorbei. Mit der Mehrheit der CSU auch, so Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier. Die besten Zeiten für euch sind vorbei. Eher wird der FC Vilshofen deutscher Meister, als dass diese CSU nochmal die absolute Mehrheit holt, liebe Genossen. Heftige Kritik äußerte er auch gegenüber der schwarz-gelben Regierung. Die Kanzlerin sei unfähig, Verantwortung zu übernehmen und die FDP zu einer Lobbypartei verkommen. Reden und Handeln, das hat in dieser Regierung nichts miteinander zu tun. Die können ja nicht nur keine Autogipfel, die können keine Benzingipfel, die können auch, liebe Genossinnen und Genossen, keine Bildungsgipfel. Zustimmung der rund 800 Anhänger fand er bei der Forderung zur Abschaffung der Studiengebühren. Auch beim Thema Leiharbeit und Lohndumping zeigten sich die Sozialdemokraten einig. Ich will nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass jeder, der zur Arbeit geht, von seinem Einkommen aus der Arbeit, von seinem Lohn verdammt nochmal leben kann. Das gehört zur Würde der Arbeit. Zur Würde der CSU haben immer Tugenden wie Ehrlichkeit, harte Arbeit und Moral gehört. Seit der Plagiatsaffäre sehe es derzeit aber anders aus. CSU steht für Chaos, Selbstbedienung und Unfähigkeit. Auf Niederbayerisch, die sind blöd, geringen Hals sind voll und sind blöd, dass sie sich die Schuhbandel binden. Und auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer bekommt wegen diverser Fehltritte sein Fett weg. Schwarz und Gelb sind die übrigens, wie ihr seht. Und wenn es einen Beleg braucht, dass die CSU in allen Fragen unfähig ist, dann ist es dieses Schild. Weil die politischen Geisterfahrer haben es heute alle bis nach Passau geschafft und sind beim CSU-Aschermittwoch gelandet. Die SPD-Parteikollegen zeigten sich nach diesem Auftritt zufrieden und erleichtert. Ich habe erlebt, dass die Stimmung an der Basis wieder besser ist, dass der Frank-Walter Steinmeier und der Florian Brunner motivieren konnten. Ja, die SPD ist kraftvoll, die SPD blickt in die Zukunft und heute war richtig Dampf im Kessel. Erhitzte Gemüter fand man nicht nur am Rednerpult, sondern auch in den Zuschauerreihen. Ich fand, es war eine sehr gute Stimmung. Die Rede hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Es war eines politischen Aschermittwochs würdig. Es ist recht interessant gewesen und aussagekräftig für mich. Und ich hoffe, dass sich was ändert. Es hätte vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Druck sein können. Ob sie diesen Appell ernst nimmt, kann die SPD nicht nur beim nächsten politischen Aschermittwoch, sondern bereits bei den anstehenden Landtagswahlen unter Beweis stellen.